So Leute, ich bin's mal wieder, Flasswie, zurück bei Pokémon Alpha Saphir und ich habe gesagt, wir sprechen diesen Mann an. Oh, was mache ich nur? Pico und ich haben gerade einen Spaziergang gemacht, als plötzlich dieser Schurke aufgetaucht ist. Der hat mir meinen Liebling Pico geklaut. Pico, meine liebe Pico. In die Höhle möchte ich aber noch gar nicht rein. Ich will erstmal gucken, was hier oben so rumlungert. Und da ist noch ein Item tatsächlich. X-Spezial. Wunderbar. Warum auch nicht? Kann man sicherlich gebrauchen. Ist hier noch was? Nee. Was haben wir hier noch? Ein Loch. Diese Stelle ist verdächtig. Vielleicht bewirkt eine Pokémon-Attacke hier etwas. Die wir aber scheinbar noch nicht haben. Also gehen wir jetzt in die Höhle rein. Ich hasse Höhlen im Pokémon-Spielen. Aber na gut. Metaflur-Tunnel-Dingsbums-Kacke. Genauso heißt diese Höhle. Nee, Spaß. Was haben wir denn hier für ein Flurmel? Flurmel, Flurmel. Okay, ich mag Flummi. Ach scheiße, mein Retro ist vergiftet. Voll verpeilt, aber naja. Ist ja egal, ich hoffe, wir töten jetzt das Flummi nicht. Okay, wir töten es nicht. Ich bin gerade am überlegen, ob ich noch einen Ruckzuck-Hieb hinterher schmeiße. Ich glaube, ich schmeiße noch einen Ruckzuck-Hieb hinterher und hoffe, dass das Flummi nicht tötet. Ich glaube, das... Scheiße. Das war keine gute Idee. Naja, egal. Wir werden noch mehrere Flummeln in dieser Höhle finden. Von daher soll das nicht das Problem sein. Eine Pokéball. Wunderbar. Okay, in die Itemtasche damit. Ich möchte noch... Okay. Was? Du willst gegen uns antreten? Dann mach dich besser auf eine Abreibung gefasst. Nein. Ich möchte erst mal meinen Flummel fangen. Ich möchte einen Flurmel. Ich gehe nicht in diesen Kampf, bevor ich nicht einen Flurmel habe. Danke. Nennt mich krank, aber ich möchte einen Flurmel. Scheiße, das ist nur Level 7. Oh, tötest. Okay. Ich dachte, jetzt wäre schon der Gnadenstoß hier für das Flurmel gekommen. Aber doch nicht. Nein, das wollte ich jetzt auch nicht. Ich wollte an den Beutel. Bälle, Pokéball einsetzen. Wunderbar. Okay. Und wir haben das Flummel. Was? Was? Ein Flummel, das dich in den Ball geben will. Was? Das ist das erste Pokémon, das mir entkommen ist. Nach dem Schwächen. So, jetzt aber. Ich weiß, dass Flummel in mein Team möchte. Was ist es eigentlich für ein Flummel? Männliches oder ein weibliches? Bitte, bitte, bitte. Ja, los, gut, okay. Ist es männlich oder weiblich? Je nachdem, wie es ist, weiß ich schon, wie ich es nenne, glaube ich. Ja. Ein weibliches wüsste ich gerade den Namen, aber so, keine Ahnung. Wobei, nee, es passt nicht zum späteren. Männlich. Flormir ist sehr scheu, wenn es laut brüllt, erschrickt es und brüllt dadurch noch lauter. Wenn es schließlich damit aufhört, ist es völlig ausgepumpt und legt sich schlafen. Ja, okay, ich weiß, wie ich es nenne. Nach einem weiteren guten Kollegen, nach dem lieben Storm. So, Enter. Und das Flormeer heißt jetzt Storm. Storm wurde in Box 1 geschickt, natürlich. Wundervoll. Und wir... Nee, warte mal. So, wir geben jetzt erstmal unserem Reptain hier das Gegengift. Und am besten noch einen Trank hinterher. Ja, und Trank hinterher ist ganz gut, glaube ich. Jo. Und dann sollten wir gegen ihn antreten können, ohne irgendwelche Probleme. Grrr, was für eine Pleite. Das Pokémon, das ich als Geist genommen hatte, hat sich jetzt völlig wertlos erwiesen. Und dann bin ich auch noch in diesen Tunnel geflüchtet, der eine totale Sackgasse ist. Hey du, forderst du mich einfach raus? Nein, ich tu nur so. Wie kommst du darauf? Team Aqua. Team Aqua Rüpel mit einem Pfiffchen. Warum haben die eigentlich bisher keine Wasser-Pokémon? Es ist Team Aqua. Die sollten Pokémon wie Carpador haben. Oder einfach nicht. Naja, auch egal. Ich bin mir gerade unschlüssig, ob Käfer was gegen Unlicht ausrichtet, aber ich glaube ja. Ja, ist tatsächlich sehr effektiv. Ich hatte es gerade nicht im Kopf, deswegen habe ich es einfach mal ausprobiert. Und es war ja mit Erfolg, von daher. Wundervoll. Das ist auch, da ist auch der Team Rocket, Team Rocket sage ich schon, Team Aquarübel
kaputt. So, alle Pokémon erreichen ein Level ab und wir besiegen den Rüpel. Ja, das ist wohl das Ende der Fahnenstange meiner kriminellen Karriere. Und wir gewinnen natürlich Money, Money, Money. Das ist einfach nicht fair. Der Boss meinte doch, der Job sei ein Kinderspiel. Ich sollte nur ein paar Bauteile von der Devon Corporation klauen, mehr nicht. Wenn du sie so dringend wieder haben willst, dann nimm sie ihm. Flo erhält Devon-Waren. Wundervoll. Devon-Waren wurden in der Basis seit dem Tag schon verstaut. Ja, bin geil. Pecco, bin ich froh, dass du unversehrt wieder bei mir bist. Pecco verdankt dir ihr Leben. Man nennt mich Mr. Brack und du bist... du bist also Flo. Ich danke dir vom ganzen Herzen. Wenn du irgendein Problem hast, höre mich, mich um Hilfe zu bitten. Ich wohne in dem kleinen Haus am Meer in der Nähe des Blütenburgwalds. Komm, Pico, wir sollten uns auf den Heimweg machen. Wingal! So ungefähr sollte es sich anhören, wenn einem Wingal röchelt. Röchelt. Wenn einem Wingal schreit. Oder seinen Ton ausstößt, oder wie man es auch immer nennen mag. Wingal! Als ob es halb am Verrecken ist. Genau so hört sich ein Wingal an. Das ist Fakt. Und ich möchte den Non-Flurmel. Ein Flurmel reicht mir, mein Stormy reicht mir, mein Storm ist das beste Flurmel. Es wird das allerbeste Flurmel sein, wie keines vor ihm war. Ganz allein flummelt es umher, erkennt nicht die Gefahr. Was bist du denn für einer? Spitze! Der komische Typ ist aus dem Tunnel abgehauen, jetzt kann ich endlich weitergraben. Und ich darf dort rein, das weiß ich doch. Vielen Dank. So. Um ohne den Tunnel nach Wiesenflur zu kommen, muss man das Meer bei Frau V-Sauerhafen überqueren. Nach Grabeport City segeln um Malvenfro City passieren. Schön zu wissen. Mit der Flottonne? Zuerst sollten wir mit einem großen Team und schweren Maschinen durch den Felsen brechen. Aber da muss mir aufhören, weil sich unsere Arbeit offenbar negativ verwirrte Pokémon in dieser Gegend ausgewirkt hatte. Und deshalb haben wir jetzt nichts mehr zu tun, außer hier voll rumzuhängen. Na schade. Da hat doch tatsächlich einer ganz alleine einen Tunnel nach Wiesenflur gekramt. Er sagt, wenn man sich Stück für Stück ohne laute Maschinen durchgräbt, werden die Pokémon nicht gestört. Und ihr natürlicher Lebensraum bleibt erhalten. Ganz toll. Ganz toll, gut zu wissen. Jetzt wisst ihr mehr über Flurmels. Genau. Denn sie werden sehr aggressiv, wenn man sie belästigt. Na? Ich möchte kein Pokémon jetzt fangen. Ich möchte aber kein Pokémon-Trainer mehr sein. So, mein Zickzacks. Oh, da muss ich kurz mal X'en. Hixen oder aufstoßen. Keine Ahnung, ihr könnt es beides nennen. So, dann müssen wir gleich dem Devon-Kerl hier entgegenlaufen, oder? Nicht? Ja, da ist der Devon-Kerl, aber wir gehen erstmal ins Pokémon-Center, bevor wir dem Devon-Kerl in die Arme laufen. Joa, einfach aus Prinzip. Natürlich machst du meine Pokémon heile, das weiß ich. Ich nehme meine Pokémon genau und steck sie dir in den... Habe ich nicht gesagt. Vielen Dank für deine Geduld, bla bla bla. Komm mal wieder. Nö, heute nicht mehr. Also nimm mir einen Metarost, denke ich. In anderen Pokézentren das vielleicht schon, aber nimm mir Metarost. So, Devon-Kerl. Oh, und wie sieht's aus? Hast du die Devon-Waren? Du hast es geschafft. Du hast sie zurückbekommen. Du bist wirklich ein großartiger Trainer. Ich weiß, ich werde dir zum Dank ein Superball schenken. Wow, ein lausiger Superball für Devon-Waren. Wundervoll. Ich möchte dich außerdem bitten, mir kurz zu folgen. Komm mir nach. Na gut. Ach ja, so schön mit der Devon Corporation da im Hintergrund. Oh, ist das ein wundervoller Ort. Ein wundervoller Ort in einem unbekannten Land? Dies ist die zweite Etage der Devon Corporation. Hier befindet sich das Büro des Präsidenten. Ich bin dir unendlich dankbar für deine Hilfe. Das war eine ausgesprochen selbstlose Geste von dir. So bin ich halt. Bitte warte ich einen Moment. Ich bin gleich wieder zurück. Okay. Was hast du denn für mich, mein Freund? Unser Präsident möchte dich sprechen. Bitte folge mir. Okay, ich folge dir. Jetzt fange ich auch schon so an, wie du zu reden. Hier entlang, bitte. So. Okay. Ich bin Mr. Trump, der Präsident der Devon Corporation. Ich bin bereits voll im Bilde.
Du hast einen unserer Mitarbeiter nicht nur einmal, sondern zweimal aus der Klemme geholfen, stimmt's? Du bist so außergewöhnlich, dass ich dich gerne um einen Gefallen bitten möchte. Aber als absolute Ausnahme, wow, Ausnahmechef würde ich dich natürlich nie ohne Gegenleistung etwas bitten. Gib mir doch bitte mal dein Pokémon-Multinavi. Mr. Tom hat dein Pokémon-Multinavi erweitert. Die Funktion Videonavi wurde hinzugefügt. Die Funktion, um die ich dein Pokémon-Multinavi gerade erweitert habe, heißt Videonavi und es sein muss für jeden Trainer. Du kannst damit nicht nur Informationen aus deiner Welt, sondern auch Mitteilungen zu den neuesten Ereignissen aus dem Traineralltag deiner Freunde empfangen. Im Gegenzug für dieses tolle Geschenk möchte ich dich aber wie gesagt um einen Gefallen bitten. Ich habe hier einen Brief für einen jungen Mann namens Troy, den du im Faustdachhafen finden solltest. Ich halte den Brief an Troy. Wir bleiben Troy. Um nach Faustdachhafen zu gelangen, musst du das Meer überqueren. Statte doch dem alten Seefahrer Mr. Prag in seiner Hütte auf Route 104 einen Besuch ab. Er wird dir sicher helfen. Ich kann doch auf deine Hilfe zählen, oder? Nö. Wenn dir das jetzt zu schnell ging, oder wenn du irgendeinen Detail vergessen hast, lass mich wissen, ich erkläre dir gern alles noch einmal. Ja, erzähl mir noch... Nein, das möchte ich natürlich nicht. Wir begeben uns jetzt nach Faustdauer Hafen, würde ich sagen. Das ist natürlich clever, würde ich sagen. Ich wollte nicht am PC. Was haben die Mitarbeiter jetzt zu sagen? Ich beschäftige mich mit der Erforschung von Pokémon-Fossilien. Solltest du in den Besitz eines Fossils gelangen? Mein Name ist Name zu mir. Du hast doch irgendeine Sprache, ich hab die kaum verstanden. So. Was hast du zu sagen? Oh, das ist ein Multinavi, ein Navigationssystem, das alle Menschen und Pokémon also im Grunde die ganze Welt miteinander verbindet. Das war der Traum unseres Präsidenten und mit diesem Gerät ist er in Empfehlung gegangen. Soll ich dir erklären, wenn man das bedient? Ach nein, ich lass dich einfach selbst ein bisschen damit herumspielen. Dann lernst du ja schon von ganz allein. Erst mir die Hilfe anbieten und dann so sagen, nö. Ich entwickle neue Arten von Pokémon, aber noch bin ich nicht sonderlich weit mit der Entwicklung vorangekommen. Schlechter Wissenschaftler, schlecht. Ich arbeite an einer Vorrichtung, mit Hilfe derer sich die Träume von Pokémon visualisieren lassen. Ich war völlig aus dem Häuschen, als ich gehört habe, dass ich irgendwo in Ferne eine Rivalin habe, die an einem ähnlichen System arbeitet. Deshalb muss ich mich umso mehr ins Zeug legen. Ja, das solltest du. Das solltest du, mein Kleiner. Mein kleiner Professor. Mein kleiner Professor hier. Nee. Ah, ich bin jetzt auch also eine autorisierte Person. Wundervoll. Schön zu wissen. Und das ist die liebe Maike. Wie geht's mit deinem Pokédex voran, Flo? Du wirst staunen, wie viele Einträge ich schon habe. Ich habe im Blütenbockwald ein Pokémon nach dem anderen gefangen, bis ich keine Pokébälle mehr hatte. Ich bin im Blütenbockwald übrigens auch Mr. Prag über den Weg gelaufen. Ich warte, er war auf dem Weg zurück zu seiner Hütte am Meer auf Route 104. Flo, du bist gerade hierher gezogen. Deswegen weißt du es vielleicht noch nicht. Aber Mr. Prag war früher ein großer Seefahrer. Das habe ich mittlerweile erfahren, Maike. Danke für diese Info. Danke. Einfach nur danke. Das hättest du mir nicht sagen müssen. Das hätte ich auch alleine herausgefunden, ja. Okay, wollen wir mal nicht zu streng zu Maike sein. Sie ist eine Liebe. Ist ja irgendwo eine Liebe. Man möchte sie am liebsten knuddeln, knutschen. Also lieber knutschen, so als geil. Nee, Spaß. Joa. Dann machen wir uns mal zu Mr. Bracks Hütte auf. Und dann würde ich sagen, machen wir das aber erst im nächsten Part. Also wir werden dann erst im nächsten Part dann wirklich reisen. Was haben wir hier für ein Pokémon? Und wo ist es? Wo ist es überhaupt? Ich hab keinerlei Ahnung, wo dieses Pokémon sein soll. Na, leck mich doch. Ist mir auch egal. Ist mir egal, ist mir egal. Ich möchte kein Pokémon fangen. So, du bist ein Schnösel mit Gebrösel. Wo ist jetzt hier ein Pokémon? Pokémon, ich will der Allerbeste sein, wie keiner vor mir schlich. Ganz allein schleich ich um die Welt, ich kenne keine Gefahr. Naja, auch egal, wo ist's denn? Was soll das sein? Kackviech. Ganz allein fange ich sie mir, ich kenne die Gefahr, was bist du für ein Pokémon? Tschüss. Tschüss, Schwalbini. Du hast bemerkt, dann ist mal vorsichtiger, nein! So, auf zu Mr. Brack. Der mit seinem Pekofang spielt. Hallo, Wingai. Wingai. Sprechen wir noch mit Mr. Brack kurz in diesem Part und dann... Warte, Mädchen, nimm mal langsam, Peko. Oh, du bist Flo.
Du hast meiner kleinen Pico das Leben gerettet. Ei, dafür bin ich dir zu großem Dank verpflichtet. Was sagst du da? Du brauchst mein Schiff. Du musst also einen Brief im Fausterhafen abgeben. Ich werde dir natürlich lieben gern helfen. Willst du jetzt kleiner Fausterhafen oder hast du noch etwas zu erledigen? Wir brechen es erstmal ab. Wir machen das erst im nächsten Part. Also hast du nicht so eilig. Na schön, sag Bescheid, wenn du meine Fahrdienste brauchst. Mein Schiff ist jederzeit startklar. Okay. Dann würde ich sagen, machen wir das im nächsten Part, dann reisen wir im nächsten Part nach Fausterhafen. Ich bleibe jetzt vor ihm stehen, dass er mich nicht nerven kann. Joa, dann Tschüssikowski, bis zum nächsten Part. Euer Flass TV.